Herzlich willkommen zu Fumas N7 Mass Effect Legendary Edition Guide und hier dreht sich alles um Mass Effect 3. Ihr könnt auch an jeden Punkt des Videos springen, das euch interessiert, denn ich habe Timelines eingepflegt. Doch nun in der Mass Effect Legendary Edition gibt es aktuell 12 Schrotflinten, doch ursprünglich gab es mal 13 davon. Wie kommt das, fragt ihr euch? Das ist ganz einfach, der Multiplayer ist nicht integriert in die Mass Effect Legendary Edition. Denn dort gab es ein Kollektorpaket, wo die Kollektoren-Schrotflinte mit enthalten war. Doch der Projektleiter und der Projektdirektor Mark Walters weist darauf hin, dass der Verzicht auf den Multiplayer von Mass Effect 3 keineswegs in Stein gemeißelt ist. Stattdessen könnte das Feature zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden, insofern sich abzeichnet, dass eine entsprechende Nachfrage seitens der Spieler vorhanden ist. Also, Commander, da draußen, es liegt also an euch und an euren Kommentaren auf Reddit und auf anderen Plattformen. Im kommenden Video stelle ich euch alle momentan zur Verfügung stehenden Schrotflinten vor und danach zeige ich sie euch in Action auf der Citadel auf dem Schießstand. Viel Spaß mit dem Video! Beginnen wir mit der M23 Katana, verbreitete Militärschrotflinte. Tödlich auf kurze Distanzen, aber auf große Entfernungen unbrauchbar. Sehr effektiv gegen biotische Barrieren und Schilde, aber schwach gegen Panzerung. Die Katana wird von Arikake Technologies hergestellt und ist sowohl bei Söldnern als auch bei Kolonisten mit Varan-Plage sehr beliebt. Die Katana findet ihr auf der Mission in Freedom's Progress Mass Effect 2, diese gibt's aber auch standardgemäß in Mass Effect 3, das heißt also in der Legendary Edition. Die Genauigkeit ist niedrig, der Rückstoß ist mittel und der Feuermodus ist halbautomatisch. Zu allen Waffen in Mass Effect 2 habe ich auch Videos gemacht und euch oben in der Infobox verlinkt. Die AT-12 Rider. Die Rider wird von der berüchtigten Spezialeingreiftruppe des batarianischen Militärs verwendet und ist eine halbautomatische Schrotflinte mit langer Nachladezeit, aber schneller Schussfrequenz und erheblichen Feuerschaden. Sie ist selbst für eine Schrotflinte nur auf sehr kurze Distanzen geeignet und verfügt über eine große Streuung. Die integrale Kompensation der Rider dämpft den Rückstoß nicht, sondern lenkt ihn in die Vertikale und macht ihn somit berechenbar. Der Fundort. Während der Mission Namakli im Leviathan DLC und darüber hinaus bekommt ihr sie auch in der Spectre-Ausrüstung, das heißt im Terminal, und könnt sie euch auch dort kaufen. Der Gral Dornenwerfer. Der Gral ist eine von vielen kroganischen Waffen, die zur Jagd auf Dreschlunde eingesetzt werden. Seine Munition besteht aus großen Nagelgeschossen, die die Haut des Dreschlundes durchschlagen und tiefe Wunden verursachen, die zu erheblichem Blutverlust führen. Um zusätzliche Feuerkraft zu erhalten, verfügt die Waffe über zwei Läufe und hat als letzten Ausweg Klingen für innere Verletzung, falls der Träger vom Dreschlund einfach verschluckt wird. Der Einsatz des Grales bei menschlichen Zielen führt zu unvorstellbar grausigen Ergebnissen. Der Schaden kann durch Aufladen der Waffen sogar noch erhöht werden. Der Fundort. Man findet den Gral Dornenwerfer während der Mission Priorität Tuchanka, als die Tomcats wegen der Zerstörung der Straße nicht weiterkommen. Man kann ihn aber auch bei Sippleton-Waffen kaufen, während man sie auf der Mission vergessen hat. Wichtiger Spielerhinweis. Meines Erachtens nach hat diese Waffe richtig viel Bums und ist besonders geeignet für Frontschweine, kleine Rambos und Leute, die nur eine Waffe verwenden, plus ihre zusätzlichen Kräfte. Doch nun mal Hand aufs Herz. Mein letztes Video haben sich gerade mal 28,2% meiner Abonnenten angeschaut. 71,9% haben gar kein Abo. Das könnt ihr doch ändern, und zwar mit Leichtigkeit. Einfach kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und ihr könnt die Mass Effect Legendary Edition werbefrei bei mir mit allen Tricks genießen. Und nun weiter mit dem Video, Commander. Die M27 Scimitar. Die Scimitar wird von Arikake Technologies hergestellt und verfügt über zwei Masseneffektfeldgeneratoren, wodurch eine höhere Feuergeschwindigkeit erreicht wird, wie bei herkömmlichen Schrotflinten. Die Waffe wurde extra für die Söldnergruppe Eclipse entwickelt, erfreut sich aber zunehmender Beliebtheit beim Blood Pack. Der Fundort, die M27 Scimitar, findet ihr während der Mission Priorität Palavan auf dem Boden im
Torianischen Camp in der Nähe des Ausgangslagers zum Kommunikationsturm. Auf der linken Seite. Sollte man diese Waffe während der Mission vergessen, kann man sie später bei Casa Fabrications kaufen. Die Discribble. Ursprünglich ausschließlich für die Justikarinnen handgefertigt, wurden die Pläne für die Schrotflinte des Scribble nach jahrhundertelangen Verhandlungen doch den Asari-Eliteeinheiten übergeben. Die Scribble verwendet Patronen voller Mikro-MP-Munition, die enorm Schaden verursachen. Selbst Feinde mit Schilden werden von der Durchschlagskraft dieser Waffe außer Tritt gebracht. Der Fundort. Die Scribble findet man während der Mission Kalini, das Ardadyakshi-Kloster, in einem kleinen Raum, kurz nach dem ersten Gespräch mit Falea. Sie kann man aber auch im Nost Astra Sportartikel kaufen, falls man sie dort übersehen hat. Hinweis: Die Discribble ist eine der leichteren Schrotflinten mit annehmbaren Schaden, der aber trotzdem nicht an der schweren Schrotflinten heranreicht. Die M300 Claymore. Für die, die Mass Effect 2 schon gespielt haben, werden diese Waffe kennen. Doch hier nochmal eine kleine Beschreibung. Die Claymore war eine Schrotflinte mit sehr hoher Durchschlagskraft, verkaufte sich aber schlecht, weil ihr Rückstoß jeden außer einem Kroganer den Arm brach. Nach einer Überarbeitung des kinetischen Dämpfersystems wird die Claymore nun wieder ausgeliefert. Um Kunden zurückzugewinnen, hat der Hersteller den Kaufpreis gesenkt. Fundort. Die M300 Claymore findet ihr im ersten Gebäude während der Mission Attica-Traverse, die Rachni. Sollte man diese Waffe während der Mission vergessen, kann man später sie bei Sippleton-Waffen kaufen. Die Riga-Karabiner. Der Riga-Karabiner ist eine elektronische Waffe, die ihre volle Kraft am besten im Nahkampf entfaltet. Bekannt ist sie nach der quarianischen Familie Riga, aus welcher viele Soldaten im Kampf gegen die Geth hervorgegangen sind. Vom Design her ist die Waffe an die Bogenpistole angelehnt. Gleichzeitig greift die Riga-Karabiner das technische Konzept seines Vorbildes auf und merzt dessen Schwachstellen aus. So verschießt der Karabiner im Gegensatz zur Pistole einen durchgehenden Blitz auf das Ziel. Ihr bekommt die Waffe automatisch mit der Mass Effect Legendary Edition und früher bekam man sie nur mit dem Feuerkampf-Pack. Solltet ihr Fragen um Mass Effect haben oder ist euch irgendeine Frage eingefallen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig, eure Fragen sind mir wichtig. Also schön in die Tasten hauen und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Commander. Die Schrotflinte Venom. Die Schrotflinte Venom wurde von der Salarianischen Special Task Group entwickelt und ist für Soldaten gedacht, die in Gebiete mit starkem Feindaufkommen stationiert sind. Der Doppellauf feuert Munition ab, bei dem Aufprall detoniert, und ein dritter, unten angebrachter Lauf kann Mikrogranaten verschießen. Da es sich bei den meisten SDG-Missionen um Geheimaufträge handelt, dient die Venom vor allem dazu, sich den Weg freizuschießen, und wurde an Teams ausgegeben, die gefangene Undercover-Agenten exfiltrieren sollten. Heute kämpfen hauptsächlich Frontsoldaten im Kampf gegen die Reaper damit. Ihr erhaltet die Waffe automatisch mit der Mass Effect Legendary Edition. Wichtiger Hinweis: Abgesehen von den schweren Waffen ist die Schrotflinte Venom die vermutlich stärkste Handfeuerwaffe im ganzen Spiel. Es lassen sich damit in Abhängigkeit von Upgrades, Mods, Entfernungen zum Ziel mit wenig voll aufgeladenen Schüssen selbst die stärksten Gegner mit Leichtigkeit besiegen. Damit ist diese Waffe ideal für Einsätze, bei deren man auch alleine ist. Das Magazin ist zwar nicht sehr groß, wird aber durch den Schaden mehr als ausgeglichen. Meines Erachtens nach ist die Venom die drittbeste Schrotflinte in der Mass Effect Legendary Edition und in Mass Effect 3. Die N7 Piranha. Das Piranha-Schrotgewehr ist für den Kampf gegen Reaper designt worden. Besonders gut eignet sich die Waffe dabei im Einsatz gegen Husk, da sie einen sehr hohen Streuwinkel besitzt und nur einen geringen Rückstoß. Ihre volle Stärke hat die Waffe im Nahkampf. Das Magazin fasst 8 Schuss und hält 48 in Reserve. Besonders gerne wird die N7 Piranha von N7 Spezialkräften benutzt. Die M11 Wraith.
Die Wraith ist besonders beliebt bei Söldnern, Piraten und Sklavenhändlern in den Terminus-Systemen. Aufgrund ihres hohen Schadens und ihrer Robustheit ist sie bekannt geworden unter dem Namen Schnellzieh-Schrotflinte. Die Wraith ist eine Variante der M22 Evascator und die Nachfrage ist enorm, obwohl die Waffe im Citadel-Sektor verboten ist. Um Gewicht zu sparen, fasst die Wraith einfach weniger Munition als die Evascator. Der Fundort für 250.000 Credits am Spectre-Ausrüstungsterminal in den Botschaften der Citadel. Zur Kollektoren-Schrotflinte kann ich hier an dieser Stelle leider keine Angaben machen, werde diese aber definitiv nachreichen, falls es den Multiplayer geben sollte, falls BioWare uns dieses Kollektoren-Paket einfach noch hinterher schenkt, dann kriegt ihr natürlich alle Informationen zu dieser Waffe. Solltet ihr Fragen um Mass Effect haben oder ist euch irgendeine Frage eingefallen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig, eure Fragen sind mir wichtig. Also schön in die Tasten hauen und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Commander. Und nun kommen wir zur zweitbesten Schrotflinte in der Mass Effect Legendary Edition. Meiner Meinung nach, diese dreiläufige Geth-Waffe feuert Salven kleiner, aber wirkungsvoller Supraleiterprojektile ab und hat eine größere Reichweite als herkömmliche Schrotflinten. Erster Bonuspunkt. Ein zweistufiges Abzugssystem ermöglicht das Schnellfeuern. Zweiter Punkt. Von Kondensatoren oder einen Angriff, und jetzt hier kommt der dritte Bonuspunkt, bei dem aufgeladen und dann losgelassen wird, was die Projektile beim Verlassen der Waffe elektrisch auflädt. Beim Aufprall des Zieles zerfallen sie und zwischen den Bruchstücken schießen Strom hin und her, wodurch die Umgebungsluft blitzschnell in leitendes Plasma umgewandelt wird. Das Resultat ist eine Mischung aus Aufprall, Hitze und elektrischer Aufladung, die Schilde und Barrieren überlastet und bei den ungepanzerten Zielen ein massives Trauma hervorrufen wird. Eins muss ich noch dazu sagen, dass die Geth-Schrotflinte nicht für eure NPCs und Mitstreiter geeignet ist. Der Fundort. Man findet die Geth-Plasma-Schrotflinte während der Mission Priorität Ranoch. Sollte man sie vergessen mitzunehmen, kann man sie später in Alcor's Combine Arsenalvorräte kaufen. Natürlich könnt ihr bei mir die Mass Effect Legendary Edition live in 2K erleben. Also Commander, ich erwarte euch auf dem Schlachtfeld. Und last but not least, und unser erster Platz ist die M22 Evascator. Die Schrotflinten-Liebhaberschaften 2180 oder halt auch Evascator genannt, wurde von menschlichen Zivilisten entwickelt und verfügt über eine einzigartige Munitionsgeneration. Während die meisten modernen Schusswaffen Splitter oder Kugeln aus dem Munitionsblock schneiden, stellt die M22A geriffelte Metallkeile mit aerodynamischen Flugeigenschaften her. Dadurch werden die panzerbrechenden Eigenschaften deutlich verbessert und die enge Streuung ermöglicht größere Wunden auf höhere Entfernungen. Die Waffe verstößt gegen mehrere intergalaktische Waffenabkommen und wird deshalb nicht an das Militär ausgeliefert. Der Fundort. Die M22 Evascator findet man während der Mission Grissom Akademie Notevakuierung. Und das ist wichtig, dass ihr diese Mission spielt, bevor ihr Priorität Citadel spielt. Man kann sie auch bei Batarian State Arms kaufen, sollte man sie dort übersehen oder vergessen haben. Meines Erachtens nach die beste Schrotflinte in der Mass Effect Legendary Edition. Hören wir auf mit der Rauferei, sonst verpassen wir das Feuerwerk. Es gibt kein Feuerwerk. Oh, jetzt geht's. Los, jetzt bin ich dran. Thank you.
Wenn euch mein ultimativer N7 Mass Effect Legendary Guide gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und denkt daran, wollt ihr Fuma loben, Daumen nach oben.